Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Stranded Deep. So, wie sieht's aus auf meiner Hauptinsel? Hier liegt allerhand Zeug, ich komme mir schon so ein bisschen vor wie ein Messi. In der Zwischenzeit habe ich so ein bisschen rumgebastelt während eurer Abwesenheit und habe mir hier nochmal so einen kleinen, naja, hier halt einfach diese Wood Foundations mal ein paar von den Dingern hier aufgestellt. Hab hier mal so ein paar von diesen Container-Shelves hingebaut, damit ich die ganzen Kisten hier ein bisschen sortieren kann und generell einfach so ein bisschen in der Gegend rumgebastelt. Hier sieht man zum Beispiel mal schön so den Unterschied, eine Plank Foundation und hier so eine normale Wood Foundation. Plank Foundation ist natürlich so ein bisschen teurer. Die Wood Foundation kostet ja nur Sticks und hier braucht man eben diese Holzbretter, diese Planks. Sieht aber natürlich schon deutlich hübscher aus. Also ich glaube, ich habe ja schon vor, noch eine Base zu bauen, eine vernünftige Base mit einem schönen Häuschen drauf und so einem schönen Bootsanleger außenrum, solche Geschichten. Und ich glaube, das werde ich dann schon hier mit dieser Plank Foundation machen, weil, wie gesagt, also das sieht schon deutlich schöner aus, finde ich. So, dann habe ich aber überlegt und ich glaube, hier auf der Insel will ich das aber nicht machen. So, die Startinsel ist ganz nett, könnte man auch alles irgendwie schön ausbauen. Aber ich habe mir dann einfach mal so ein paar von diesen Custom Islands runtergeladen. Also Inseln, die einfach von Usern erstellt wurden. So wie dort drüben zum Beispiel in die Richtung, da kann man schon erkennen, das ist eben definitiv keine von diesen normalen Ingame-Inseln. Keine von den Random Generated Islands, sondern eben so eine selbstgebastelte, genauso wie dort drüben. Und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal aus der Nähe an. Und entscheiden dann, wo auf welcher Insel wir uns niederlassen wollen. Okay, diese Jerrycan habe ich am Start, also den Kanister. Ich habe schon ein bisschen Essen und Trinken aufs Floß gebracht. Das sollte uns eine ganze Weile durchbringen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier das Zeug abfüllen können. Also man sieht, das ist schon so zu drei Viertel gefüllt. Okay. Jetzt habe ich das also umgefüllt. Steht hier 75% Fuel. Okay, sehr gut. Inventar. Okay, das sind die Sachen. Lashing brauche ich noch. Und dann müsste ich eigentlich drüben direkt einen Shelter bauen können. Das mache ich ja ganz gerne immer direkt zum Anfang. Was brauche ich nochmal für einen Shelter? Viermal Palmfront. Können wir einen da lassen? Stattdessen noch ein paar Lashings einpacken. Habe ich auch ohne Ende nachproduziert. Genauso wie Leder habe ich auch eine ganze Menge am Start. Und da nehmen wir vielleicht noch was zur Selbstverteidigung mit. Denn ich weiß ja nicht, was mich dort drüben erwartet. So, Refined Spears. Habe ich jetzt ein paar Aloe-Salve. Genau, ja, dieser Sunblocker, das ist halt auch problematisch. Ich habe nochmal nachgelesen, der hält tatsächlich nur zweimal. Also zweimal kann man den benutzen, dann ist das Ding halt leer. So, das ist schon ein bisschen ärgerlich. Das heißt, ich muss eigentlich die Aloe-Produktion hier ein bisschen erhöhen. Oder beziehungsweise dann eben auf der anderen Insel. Oder ich nehme diese Insel vielleicht einfach nur fürs Farming und mache das alles mit so Farmen voll. Also ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Habe ich mir noch nicht überlegt. Habe ich jetzt gespeichert? Ich glaube schon. Dann essen wir vielleicht noch einen Happen, wenn es gerade noch geht. Ja, Inventar ist natürlich voll. Schmeißen wir den gerade weg. So. Und das sieht gut aus. Einmal noch trinken kann ich schaden. So. Den Hammer, brauche ich den jetzt eigentlich schon da drüben? Ja, ich nehme mal mit. Ist ja egal. Also, wie gesagt, ich werde mich sowieso dauerhaft da drüben auf einer der neuen Inseln, denke ich mal, niederlassen. Und da muss ich sowieso zwischen den Aufnahmen mal alles rüberkarren, hin und her fahren. Deswegen war das auch gar nicht so blöd, die Insel hier direkt in der Nähe einzufügen. Geht übrigens also sehr straightforward, sage ich mal. Also ist sehr, sehr einfach, neue Inseln hinzuzufügen. So, wie mache ich das jetzt? Wahrscheinlich die Kanister in die Hand. Genau, Refuel. Und dann ist das hier drin, das Benzin. Dann packen wir den Kanister hier vielleicht noch irgendwo rein. Wobei, den lassen wir auch hier, weil also macht alles andere macht ja aktuell keinen Sinn. Schmeißen wir den Kanister hier noch weg, dann haben wir nochmal einen Inventarplatz. Mehr lohnt sich es noch irgendwas anderes mitzunehmen. Ja, Steine sollte ich drüben finden. Lashing habe ich am Start. Vielleicht noch ein bisschen Leder, falls ich noch irgendwie ein bisschen Werkzeug nachproduzieren muss. Und hier einen so einen Stick nehmen wir noch mit, dass das Inventar einfach voll ist. Okay, das sollte genügen für den Anfang. Wie schaut es denn mit der UV-Strahlung aus? Also ist hoch. Hier übrigens bei dieser Uhr, ich hatte auch gedacht, der untere Balken ist irgendwas hat mit Schlafen zu tun. Wenn der halt ganz absinkt, dann muss man halt pennen gehen. Stimmt aber nicht. Ich glaube, das haben sie sogar ganz rausgenommen. Das SPF heißt, glaube ich, Sun Protection Factor. Also jetzt ist alles gut, wo wir noch im Schatten sind. Aber wenn der halt ganz runter, also wenn der komplett weg ist, der Balken, dann verbrennt man sich halt. Dann kriegt man eben diesen Hitzschlag. So ist das gedacht. So, dann schauen wir mal. Ich habe es noch überhaupt nicht ausprobiert hier, den Bootsmotor. Wie funktioniert das jetzt? Okay.
Und dann kann ich direkt losfahren. Oh ja, funktioniert. Ja, lässig. Okay, allzu viel Benzin habe ich natürlich insgesamt noch nicht. Aber ist ja auch kein Problem. Wir haben doch das Segel dabei. Als Backup sozusagen. Welche Insel nehmen wir denn zuerst? Ist eigentlich scheißegal, glaube ich. Also die sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick deutlich größer aus. 29 Tage schon. Am Leben. Ja, ich glaube, je größer, naja, desto besser halt auch, würde ich sagen. Ich weiß es nicht. Aber ich werde auf jeden Fall so oder so auf beiden Inseln erstmal so eine Homebase errichten, so einen kleinen Shelter. Okay, das ist halt auch wirklich nicht weit entfernt. Da sind wir schnell rübergefahren. Das heißt, ich kann meinen ganzen Kram auch relativ zügig hier rüberbringen. Was ich natürlich jetzt nicht weiß auf der Insel, wie viele Schlangen da zum Beispiel unterwegs sind. Auf den Standardinseln sind es ja immer nur 2. Hier können es halt auch 20 sein. Ich habe keine Ahnung. Mal schauen wir mal, wir werden schon rausfinden. Wrack habe ich bislang noch keins entdecken können. Oh, ist die wirklich so mager? Ist hier nichts drauf auf der Insel oder ploppt das erst noch auf? Oder ich habe irgendwas falsch gemacht. Sieht aber schon ein bisschen komisch aus. Ich meine, ist nicht auszuschließen, dass ich irgendwas verkehrt gemacht habe. Wir machen hier mal aus und setzen den Anker. Ich meine, wenn die Insel jetzt wirklich so ist, ohne irgendwelche Bäume und Palmen, ist das natürlich auch witzlos. Dann kann ich mir das wirklich sparen hier. Scheiße, die ist leer. Also vermute ich mal, habe ich irgendwas falsch gemacht. Das kann natürlich sein, dass es daran liegt... Also ich war ja schon mal quasi auf dieser Insel. Und habe die dann einfach nur ersetzt durch eine gebastelte Insel. Und vielleicht war das der Fehler. Vielleicht muss ich die Inseln dort platzieren auf irgendeiner Insel, wo ich eben noch überhaupt nicht war. Aber hier ist ja definitiv wirklich absolut tote Hose. Da ist ja gar nichts vorhanden. Merkwürdig. Ja, kann man sich glaube ich sparen. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen schade. Na gut, muss ich nochmal nachlesen. Oder es liegt an der Insel selbst, oder sie funktioniert nicht in der experimentellen Version. Bin gerade ein bisschen ratlos, leider. Okay, aber dann schauen wir mal weiter. So, in die Richtung ist ja auch nochmal so eine Insel. Sieht jetzt aus der Entfernung halt auch ziemlich leer aus, aber das kann natürlich sein, dass die Sachen erst noch aufploppen, wenn ich näher dran komme. Na, mal schauen. Mal sehen. Das wäre jetzt ärgerlich. Wenn die alle nicht funktionieren, dann habe ich wahrscheinlich irgendwas verkehrt gemacht. Der Hammer macht mich auch irgendwie wahnsinnig. Der kommt jetzt hier mal raus aus dem Inventar. Dass ich zumindest irgendwie mal einen Platz frei habe. Genauso wie das kommt da rein, das kommt da rein. Und jetzt habe ich den Hammer immer noch in der Hand. So. Und Hammer weg. Okay. Anker lichten, Motor an. Haben wir eigentlich auch einen Rückwärtsgang? Oh ja, sehr angenehm. Okay, das ist ja wirklich cool. Und voraus. Vorwärts, meine ich. Ja, genau. So sieht's aus. Da muss ich halt einfach mal schauen. Also ich vermute mal, dass ich die Inseln vielleicht, wenn ich die neu installiert habe... Moment, ich muss gerade mal ein bisschen drehen. Einfach vielleicht an einer anderen Stelle einfügen muss. Also man kann ja, es ist eigentlich relativ simpel zu installieren, die ganze Geschichte. Die Inseln müssen halt in einen bestimmten Ordner rein, ist alles beschrieben. Im Steam, Community, Dingsbums. Und dann kann man auf diesen Kartografen gehen, der sich im Hauptmenü befindet. Dann sieht man eine Übersicht über seine Spielwelt und da muss man die Inseln einfach nur reinziehen. Also Drag and Drop. Linke Maustaste, die Insel halten und reinschmeißen und dann eben dort einfügen, wo man sie haben will. Und ich fürchte, ich habe eben beide Inseln quasi auf eine Position gepackt, wo ich schon war. Das sieht auch ziemlich leer aus, ne? Also da scheint auch nichts vorhanden zu sein. Ja, das ist ja, das ist jetzt schon wirklich sehr ärgerlich. Ja, muss ich mal nachlesen. Wenn irgendwer von euch irgendwie einen Tipp hat und da Bescheid weiß, ich glaube, da brauchen wir gar nicht an Land gehen, oder? Die sieht auch wieder komplett leer aus hier. Super ärgerlich. So, jetzt hier bitte nicht auf Grund laufen. Da ist halt auch gar nichts. Also auch kein einziges Wrack. Deswegen, also da ist einfach nur die Grundinsel vorhanden, aber alle Items fehlen. Alle Palmen und der ganze Kram. So. Ich fürchte, ich fahre mich gleich fest hier auf der Insel. Jo, da ist auch schon passiert. Okay, wir müssen das Ding mal schnell wieder ins Meer reinzerren. Wie viel Sprit haben wir denn noch? Also der scheint ja nicht so wahnsinnig viel zu verbrauchen. Das geht aber. So.
Komm. Ja, was machen wir denn dann mit der angebrochenen Folge? Das hatte ich jetzt ein bisschen anders geplant. Aber wir sind halt jetzt auch motorisiert unterwegs. Können ein bisschen schneller fahren. Dann schauen wir uns einfach nochmal irgendeine andere Insel an. Ist jetzt auch nicht so dramatisch. So. Nur nicht ganz die Orientierung verlieren. In die Richtung ist, glaube ich, meine Heimatinsel. Dann nehmen wir vielleicht mal die hier drüben direkt. Da dürfte ich noch nicht gewesen sein, vermute ich mal. Da sehe ich auf die Distanz auch schon wieder irgendein Wrack. Naja, schauen wir uns einfach ein bisschen um. Oder sollen wir die da hinten nehmen? Naja, wobei. Schauen wir mal, ob wir hier schon waren. Ich meine, was ich auf jeden Fall brauche, und zwar in rauen Mengen, ist einfach Holz. Wenn ich mir eine vernünftige Base brauchen will, dann ist das Holz sehr, sehr schnell verbraucht. Das habe ich schon gemerkt. Geht schneller, als man schauen kann. Wenn man mit diesen Balken, also mit diesen Planks bastelt, ja, das ist schon kostspielig. Wobei die da drüben sähe fast noch ein bisschen interessanter aus. Da ist halt so ein Wrack direkt zu sehen. Ich kann mich nicht entscheiden, aber hier ist auch direkt ein Wrack, das ist schon mal gut. Waren wir hier schon? Bin halt relativ orientierungslos. Ich benutze auch den Kompass gar nicht. Und unterm Strich ist die Spielwelt ja auch nicht so riesig. Also ich glaube, so wirklich verirren kann man sich da nicht. Gerade wenn man eh motorisiert unterwegs ist. Also da liegt halt schon ein bisschen Kram. Ah, da ist auch schon ein Shelter. Okay, das heißt, hier waren wir auch schon. Können wir uns sparen? Ja, gehen wir einfach ein bisschen erkunden. Das ist die Hauptinsel bislang. Ja, dann gehen wir noch eins in die Richtung. Also weiter bin ich noch nicht weg. Also quasi als die Entfernung eine Insel von meiner Hauptinsel entfernt. Weiter bin ich aber noch nicht gekommen. So, deswegen biegen wir hier mal rechts ab. Steuert sich nicht so 100% zufriedenstellend mit dem Motor. Aber geht schon. Hat halt einen sehr großen Wendekreis. Das ist das Problem. So, und dann steuern wir mal auf die dazu. Da ist auf jeden Fall schon mal irgendwie ein schönes Wrack. Oh, da wäre auch noch was. Nee, ab zur Insel. Komm, ein bisschen was möchte ich jetzt noch hier erkunden. Und dann mal schauen, was ich von dort mitnehme. Also so wirklich einen Engpass habe ich halt auch nicht. Oh, da drüben wäre es halt auch interessant, ne? Soll ich den Plan nochmal ändern? Was ist denn das für ein Wrack? Haifischmucke ist auch schon wieder da, natürlich, selbstverständlich. Wie soll es anders sein? Aber ich habe Speere dabei. Und Bandagen habe ich, glaube ich, auch noch eingepackt, also das passt schon. Was ist denn das für ein Wrack? Hatten wir das schon? Ja, hier bleiben wir mal. Okay, das ist halt auch eine ziemlich kleine Insel, ne? Das ist halt so wie meine aktuelle Hauptinsel eigentlich. Ah, doch, stimmt, jetzt weiß ich wieder, was ich noch tatsächlich brauche. Kokosnüsse. So banal das klingen mag, aber das brauche ich halt, um diese Aloe-Dinger herzustellen. Boah, da ist das hier so eine Bosskampfinsel. Es gibt ja drei Sektoren, wo man Bosskämpfe veranstalten kann. Also ich glaube, dafür bin ich aber wirklich nicht genug aufgestellt. Aber dieser Mast, der hier emporragt, den habe ich zumindest noch nicht gesehen, so in der Form. Schauen wir mal. Motor aus. Anker setzen. Und zuallererst mal speichern, glaube ich. Habe ich alles? Genau, ich kann mir direkt schon einen Shelter hinstellen. Perfekt. Und diese Inseln müssten ja eh schlangenfrei sein, glaube ich. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Also ich muss mich auf jeden Fall mal abkühlen. Ich habe fast schon wieder den Hitzeschlag. Also das Abkühlen im Wasser müsste zumindest so ein bisschen helfen. Ja, seht ihr, jetzt geht der Balken nämlich ein bisschen hoch. Ja, es ist halt jetzt auch glühende Hitze, so. Früher Nachmittag. Und Haifischmucke. Wobei hier im seichten Gewässer müsste ich eigentlich safe sein, aber was ist denn das hier drüben? Oder ist es einfach nur ein ganz normales Wrack? Aber ich habe das in der Form noch nicht gesehen. Gefällt mir auch nur so bedingt. Habe ich einen Speer dabei? Ja, natürlich. Ah! Ach, verdammt, der Hammerhai. Mann!
Komm, lass mich los. Lass mich los, du Penner. Habe ich Bandage? Ja, okay, habe ich am Mann. Wo ist er? Komm zu Papa. Scheint aber ein ganz normales Wrack zu sein, oder? Wo ist der verdammte Hai? Okay, ich sollte vielleicht mal mich bandagieren. Naja, dann schauen wir da mal rein. Inventar ist natürlich... Ja, wobei, ich habe ein paar Plätze frei. Können wir zur Not schon ein bisschen was einsammeln hier. Kenne ich aber auch noch nicht. Das ist ja eher Richtung Segelschiff, sowas in der Richtung. Schön rustikal. Ah, Giftfisch. Oder soll das ein Segelschiff sein? Ja, schon. Ist ja eher ein Holzrumpf. Was haben wir denn hier? Ah, nochmal so ein Kanister. Ja, nehmen wir mit. Kord. Ja, ich habe keinen Fishing Spear auf Tasche. Und ich ertrinke. Ganz schlau. Bisschen Luft holen. Ja, der Hai scheint sich echt nicht mehr blicken zu lassen, ne? Aber die Musik ist schon wieder da. Haifischmucke. Klarer Indikator. War das alles? Mehr gibt's hier nicht. Ist ein bisschen mager. Rettungsreifen. Ja, Giftschlange. Alles Dinge. Da ist er. Alles Dinge, auf die ich nur so bedingt Bock habe. Okay, hier hinten wird es auch noch reingehen wahrscheinlich, oder? Schauen wir mal. Ja, es hat ziemlich auf Grund gelaufen, die ganze Geschichte hier, ne? Ja. Lohnt sich auch eigentlich nicht, den jetzt platt zu machen, ne? Ja, hier scheint es halt wirklich nichts zu geben. Also es ist eine magere Veranstaltung hier, dieses Wrack. Schauen wir mal, dass wir wieder lebend rauskommen hier. Da ist er. Komm, Fischi, Fischi, Fischi. Ah. So, Treffer. Luft holen. Eine trübe Suppe. Ist es schon... Ah, verdammt, der hat mich schon wieder. Wo ist er denn? Da. Ist es schon wieder so spät? 20 vor 5. Ja, hier ist es schon extrem dunkel, neblig, hätte ich fast gesagt. Ich sehe keine 10 Meter weit. Das macht die Sache natürlich nicht besser. Und ich muss den Hai jetzt eigentlich platt machen, weil ich meine, der hat zwei von meinen Speeren jetzt. Ja, es hat nicht gereicht. Ich brauche mehr Sauerstoff. Schaut es mit meiner Gesundheit aus? Oh, nicht allzu gut. Nicht wirklich gut. So, wo ist er? Ah! Abgekratzt. Auch noch nie passiert. Na gut. Jetzt schwimmt der mit meinen Speeren hier durch die Gegend. Ich kotz ja. Okay, wo komme ich denn jetzt eigentlich raus? Wenn ich auf Continue gehe, das habe ich... Ich bin noch gar nicht gestorben, glaube ich, oder? Kann das sein? Aber zuletzt habe ich hier gespeichert. Also von daher ist es jetzt nicht so schlimm. Die Frage ist halt... Nee, wobei, der setzt ja jetzt den Spielstand zurück. Das heißt, die Kiste ist halt weg, die ich eingesammelt habe. Aber meine Speere sollte ich wieder haben. Also von daher ist das jetzt nicht so dramatisch. Naja, aber es ist ja eigentlich auch ein ganz passendes Ende jetzt hier an der Stelle. Es ist sowieso schon... Wie spät haben wir es jetzt? Kurz vor 5 ist es dann... Ach so, nee, wir haben ja die Zeit wieder zurückgesetzt. Hm, okay, dann erkunden wir schnell da drüben noch so einen Wrack. Ich muss sowieso ins Wasser, scheiße, Sun Protection Factor ist fast ganz unten. Ich werde jeden Moment einen Hitschlag bekommen. Dann schauen wir uns lieber hier noch schnell so einen Wrack an, bevor wir Feierabend machen. Und ich schaue dann mal nach der Aufnahme, die sind auch super hier. Ich schaue dann einfach mal nach der Aufnahme, was es mit diesen Inseln, die ich hinzugefügt habe, auf sich hat. Ob ich die irgendwie zum Laufen kriege. Ja, interessiert mich jetzt auch nicht wirklich. Filter-Vehicle-Part. Schauen wir mal, ob wir noch ins Oberdeck kommen.
Haifisch scheint gerade keiner in der Nähe zu sein. Hier gäbe es noch Reifen. Und hier geht's hoch. Okay. Luft holen. Da sind auf jeden Fall Kisten, oder? Zumindest mal eine. Laterne finde ich sehr, sehr cool. Die kann man nicht selber bauen. Die scheint es auch nicht so oft zu geben. Und das ist halt wirklich eine coole Beleuchtung für die Nacht. So, was haben wir hier? Naja, nicht wirklich spannend, oder? Wenn ich es tragen kann, nehme ich es mit. Wenn nicht, dann eben nicht. So, und das war es auch schon wieder hier. Mehr, recht viel mehr, glaube ich, gibt es auch nicht auf diesen kleinen Fischkuttern hier. Kommen wir hier noch irgendwie runter? Sieht auch eher mager aus. Und da waren wir eh schon drin. Na gut, Leute. Ich überlege mir mal was. Ich schaue mir das an mit den Inseln, was es damit auf sich hat. Ich würde die halt schon liebend gerne zum Laufen kriegen. Und so schwer kann es ja auch nicht sein. Ich vermute mal, ich habe halt irgendwo einen Fehler gemacht. Oder, wie gesagt, ich muss die halt auf irgendeine Position setzen, die ich in-game noch nicht erkundet habe. Mal schauen. Vielleicht kriege ich es ja noch zum Laufen. Ansonsten werden wir uns was anderes überlegen und auf irgendeiner anderen Insel eben dauerhaft siedeln und da eine vernünftige Base hinbauen. In diesem Sinne... Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.